Es ist die vielleicht größte Katastrophe aller Zeiten. Das Erdbeben in Haiti. Aktion Deutschland hilft. 10 Hilfsorganisationen bündeln ihre Kräfte und helfen. Heute geht also die Maschine, die die Lufthansa gestellt hat, wofür wir recht dankbar sind, auf ihren Weg nach Santo Domingo. Dort werden die Güter, die wir eingeladen haben, als Aktionsbündnis Deutschland hilft, ausgeladen und vom World Food Program übernommen und auf den Weg nach Port-au-Prince gebracht. Wir haben draufgeladen eine große Wasseraufbereitungsanlage, 3 Tanks mit jeweils 4000 Liter. Es sind 2 Four-Wheel Drives, also geländegängige Fahrzeuge, ein Anhänger drauf. Wir haben 3 Stromgeneratoren dabei, Laborbedarf, medizinischen Bedarf, sodass wir zumindest mal in der ersten Richtung noch den Menschen helfen können, die jetzt Hilfe suchen, die medizinische Versorgung brauchen, die Strom brauchen und die vor allem für die Hygiene Wasser brauchen. So, wir von Arche Nova sind hier und haben heute eine Trinkwasseraufbereitungsanlage mitgebracht. Wir sind hier in einem Camp der argentinischen Ärzte, die arbeiten zusammen mit den Malteser International zurzeit. Es gibt hier einen hohen Bedarf an Ärzten. Die Verletzten brauchen eine relativ gute Wundversorgung. Da die hier überall schlecht ist, brauchen sie für diese Wundversorgung gutes Wasser. Unsere Anlage, die wir mitgebracht haben aus Deutschland, macht 500 Liter die Stunde fast destilliertes Trinkwasser. Wir geben dann Mineralien dazu, dass es trinkbar ist für die Leute. Und dann werden wir die Leute hier in Leogan mit ca. 12 Kubikmetern Wasser pro Tag versorgen können. Dank Arche Nova konnte eine Trinkwasseraufbereitungsanlage errichtet werden. Dadurch erhalten wir sehr viel Wasser. Und das macht einen enormen Unterschied für die Menschen hier. Wir werden Verteilungsstellen einrichten, damit die Haitianer das Wasser erhalten. Durch Arche Nova können wir die Menschen mit Wasser versorgen. Das ist lebensnotwendig. Wasser stellt einen unschätzbaren Wert dar. Auch gibt es hier keine Nahrungsmittel. Daher ist der Bedarf an Lebensmitteln enorm hoch. Wir sind hier in 5 Kilometer westlich von Leogan. Leogan liegt im Epizentrum des Erdbebens. Wir haben gestern die ersten Lebensmittelpakete in dieses Camp gebracht. Die Bevölkerung hier hat sich organisiert. Es gibt ein Komitee, was sich um die Verteilung und alle anderen Bedürfnisse hier im Camp kümmert und für die Leute, die noch im Dorf leben. Wir haben heute Morgen noch einmal 400 Lebensmittelpakete mitgebracht. Das Komitee hat Nummern ausgegeben an die Familien. Es werden die Familien per Nummer aufgerufen, die Nummer wird kontrolliert und wenn die Nummer stimmt, kriegt derjenige ein Paket. Die Leute kommen, werden aufgerufen, werden dort vorne eingelassen, kommen hier rein und gehen rückwärtig wieder raus. Es geht sehr, sehr gesittet zu, extrem gut organisiert und wir sind einfach nur begeistert, wie das hier funktioniert. 10 Hilfsorganisationen bündeln ihre Kräfte und helfen. Spendenkonto 102030, Bankleitzahl 370 205 00 oder online www.aktiondeutschlandhilft.de.